und herzlich willkommen zur letzten Ausgabe von Mein Espresso TV Adventszauber. Ja, wir haben es geschafft. Wir sind durch die Adventszeit und haben eine wunderschöne Zeit verbracht. Zumindest mir hat es mit euch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und aus Mein Espresso TV Adventszauber wird ab morgen, am 24. Dezember, Mein Espresso TV Weihnachtszauber. Ja, ihr habt richtig gehört. Ich werde euch auch über die Weihnachtsfeiertage begleiten mit einer interessanten Geschichte und mit einigen interessanten Tipps und Ideen, wie ihr zwischen den Jahren, wie man so schön sagt, noch etwas erleben könnt und natürlich auch Silvester. Und natürlich geht es auch im nächsten Jahr weiter mit Mein Espresso TV. Und heute heißt das Gedicht von Bruno Horst Bull, wie sollte es auch anders sein, am Tag vor Weihnachten. Am Tag vor Weihnachten. Nur noch einmal wird es dunkel. Nur noch einmal wird es Nacht. Wird es wieder Abend werden, hat nicht Ruprecht was gebracht. Aus dem Walde wird er kommen, wo verschneite Tannen stehen, und sechs große zahme Hirsche sind vor dem Gefährt zu sehen. Glocken klingen und der Schlitten ist bis oben hin bepackt. Ach, was hat der gute Alte für die Kinder eingesackt? Äpfelnüsse und Rosinen, Küchen, Kekse, Marzipan, Engelshaar und Mandarinen, Hampelmann und Eisenbahn. Weißt du noch vom letzten Jahre, als der Tannenbaum gebrannt, wie es war, als lang erwartet in der Tür Knecht Ruprecht stand? Nur noch einmal wird es dunkel, nur noch einmal wird es Nacht. Wird es wieder Abend werden, hat Knecht Ruprecht was gebracht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr mögt, sehen wir uns morgen am 24. Dezember 2012 hier wieder bei Mein Espresso TV Weihnachtszauber. Tschüss.